So, das müsste jetzt hier wirklich ganz unten sein. Willkommen in ganz unten. Ich gehöre zu Ihrem Bordpersonal. Wie gesagt, das ist hier nur, um Sachen zu sammeln. Hau den um. Diesen komischen Kobold. Der sieht auch so komisch aus. Der ist böse. Ja, okay, das hat ja keiner bezweifelt, dass er böse ist. Allein die Tatsache, dass er mir Schaden zufügt, sollte mich eigentlich so ein bisschen wachrütteln. In der Frage, ob ich dem jetzt vertrauen sollte oder nicht. Oh. Hier wollte ich nochmal runterfahren. Nee, da gibt's leider nichts. Aber hier. Guck mal, wieder eine 7-Up. Ich habe so ein bisschen, wenn ich das so sehe, den Geschmack von 7-Up auch im Mund. So kennt man ja. Es gibt so Sachen, da erinnert man sich dran und dann gleich, woran ihr schon wieder denkt. Das gibt es nicht. Ich kann hier gar nichts mehr sagen. Ja, ich gar nicht. Das habe ich schon im Livestream gemerkt. Ich meine, ich bin ja teilweise auch schon ziemlich anzüglich. Das gebe ich zu. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich, ganz ehrlich, das ist auch mal so eine Sache. Ich hoffe mal, wenn ich später Kinder habe, ne, dass sie diese Videos nicht finden. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und es entfaltet sich gerade so vor meinen Augen. Wenn die zum Beispiel sehen, was ich für eine Meinung zu irgendwelchen Themen habe. Normalerweise muss ich ja immer so liberal sein. Gegenüber meinen Schülern ist mir das egal, aber Kinder, da ist das schon wieder was anderes. Nee, man muss ja ein positives Berufsbild abgeben. Mein Chef sage ich auch nicht, dass ich hier sowas mache. Außer wenn die sagen, ja, Herr Baron, haben Sie nicht noch so eine Nebentätigkeit, die Sie eintragen müssen? Versteuern? Ja, ne? Ich mache Reviews. Ich mache das so eine journalistische Tätigkeit jetzt hier, Annie, ne? Das ist... Genau. So, das ist so eine vorgefertigte Standardantwort. Ist auch in jedem Formular drin. Was machen Sie denn? Ja, Journalismus. Ja. Dass ich hier, weiß ich nicht, beim letzten Mal so ein komisches Spiel aus den 90ern gespielt habe, auf dem Super Nintendo, das aufgenommen habe und dazu was über Liebesperlen erzählt habe, das fällt heutzutage auch schon unter die Kategorie Journalismus. Weil, muss ich sehen, was ist denn Journalismus überhaupt? Man macht sich so ein bisschen Gedanken über ein Thema, macht dann da so eine fundierte Berichterstattung drüber und zack, bumm, hübscht halt irgendwie medial ein bisschen auf und fertig. Es ist Journalismus, mehr nicht. Und das habe ich ja gemacht. Das ist schön aufgehübscht, weil ist ja ein relativ anständiges Spiel hier. Wenn das nicht gerade versucht, mich umzubringen. Dann kann man damit auch leben. Und ansonsten ist... Ich komme hier auch vom Hölzgen auf den Stöcksgen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade mit angefangen hatte. Irgendein Thema hatte ich noch. Irgendein Thema war da noch. Aber wo nutzen die mich denn hin? Das ist doch alles falsch hier. Weißt du selber am besten, wo ich hin muss. Oder weiß ich das wirklich? Oder tue ich gerade nur so und versuche mich selber zu verwirren? Allein die Tatsache, dass ich hier noch solche Chips finde, sollte mich eigentlich abschrecken, hier überall hinzugehen. Aber ich glaube auch, dass dieser Sprung hier gerade, den ich gerissen habe, nicht so gemeint ist. Naja, egal. Hauptsache gewinnen. Level completed! Ja, und Cola müssen wir nicht unbedingt. Und Cola ist Sprite. Oder Fanta oder Mezzomix oder... Von mir aus auch, weiß ich nicht, grüner Tee. Oh, ich wurde übrigens gefragt, was das für ein grüner Tee ist, den ich immer trinke. Das ist ganz billig hier Captain's Tea. Nicht Captain Morgan, Captain's Tea, dieser von Netto, der billige. Für 50 Cent so eine riesen Palante. Lokomotive, die kenne ich nicht. Das habe ich wirklich vergessen. Das habe ich nicht vergessen. Das habe ich nicht vergessen. Das habe ich nicht vergessen. Oh Gott, das ist so schrecklich, der Level hier. Das ist... Oh, ich glaube, hier muss ich selbst daten. Allein diese Vögel da oben. Oh, und dann ja, genau, die Jungs, die so schießen. Oh. Oh, ich gehe einfach mal hier so lang. Zerfletsch alles von unten und komme dann wieder nach oben. Ich glaube, das Lied ist auch in der Euter City Playlist, deswegen stand da irgendwie cool Sport Lokomotive. Da hab ich gedacht, ah, warte, wie? Muss es doch eine Gibt's da wirklich eine Lokomotive? Das sind übrigens scheinbar genau die gleichen Leute, die auch diesen Blödsinn machen. Das ist das gleiche Modell, also die gleiche Bewegungsabläufe wie von den Ratten. Ah, ja, genau. Schmeiß die 7-Up da oben hin, da wo ich am besten nicht rankomme. Hm.
Leute, wenn ihr das Spiel hier verkaufen wollt und einen Werbespot zu 7-Up noch machen wollt, ne? Dann müsst ihr die 7-Up aber auch verkaufen. Dann müsst ihr auch an den Mann bringen, ne? Ach komm, jetzt halt die Fresse, du Pleitegeier. Ne? Die sehen ja hübsch aus. Kann das sein, dass der Hintergrund sich so ein bisschen wiederholt? Wer kann er? So, und jetzt kommt, glaube ich, die Stelle, wo man auch hoch muss. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Oder muss man immer... Hallo. Ist noch eine 7-Up. Ja, hier muss man nach oben. Ja, dann machen wir das doch mal hier. Nee. Oh Gott. Junge, auf deinem Rücken versteckt sich ein Westernheld. Ich würde an deiner Stelle mal zum Arzt. Ach, man kann nur 9 Leben haben. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, ne? So, dann wollen wir mal hier. Oh Gott, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass... Oh Gott. Man kann es so schlecht abschätzen, wenn man hier gegen den Hintergrund springen muss. Wie weit man da... Komm jetzt. Wie weit man da noch muss und wie weit nicht und all sowas. Also ich kann es schlecht abschätzen. Oh, warte mal. Das wäre jetzt der rote Hering schlechthin gewesen. Das ist... Ist frech. Na gut. Dann laufen wir nochmal rüber. Wir können auch ein bisschen schneller laufen jetzt. Tada. Maddie, hör auf zu singen. Ja, ja. Ihr könnt mich sowieso nicht daran hindern. Kommt doch vorbei. Haut mir noch eine. So. Oh, ja, ja, das ist... Na komm, jetzt ist aber auch legitim hier. Alter. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, hier so zu timen, wenn man keinen Hintergrund hat, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann. Ich versuche das so ein wenig durch diese Fäden von diesen Grinsebacken hier zu machen. Aber das haben wir ja schon mal gehabt, dass das nicht so wirklich geklappt hat. Deswegen bin ich da eher so ein wenig vorsichtig. Zum Beispiel hier, da hat man wenig Anhaltspunkte. Okay, jetzt gehen wir weiter nach links. So. Tada. Es läuft ja eigentlich ganz gut. So, hier waren wir noch nicht. Oh, Mann. Also das ist ein neues Konzept, finde ich. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Zu sagen, ja, man kann sich jetzt hier nicht am Hintergrund orientieren, aber man muss trotzdem solche gezielten Sprünge machen. Das Konzept, da so einen Arschlochvogel hinzupacken, ist übrigens jetzt nicht so super. Also das darf sehr viel Kritik erwarten von mir. Ja, tut mir jetzt leid wegen der Safe State. Ihr wollt auch nicht sehen, wie ich die ganze Zeit auf solchen Hasenscharten fressen hier die rumtrampel und mich dabei aufrege. So, jetzt muss man gucken, was passiert, wenn ich hier Klappmann mache. Ja moin, da fallen wir wieder nach unten. Warte, warte. Den kriege ich von hier. Zack. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Das sieht man wahrscheinlich gerade nicht so, aber das ist hier echt eine Nummer. Yeah. Jetzt sind wir hier. Zumindest ist 7-Up, aber die bringen uns gerade gar nichts. Wir haben ja volle Lebensenergie. First World Problems. Ich kann gerade keine 7-Up trinken, weil ich volle Lebensenergie habe. Ich krieg die aber auch immer wieder aufgefüllt. Was ist denn da los? Hier. Nee, jetzt nicht mehr. Hier gibt's ein extra Leben. Warte, nein, hier gibt's extra Coolness. Die sind sehr schwer voneinander zu trennen. Voneinander auseinanderzuhalten. Wollte ich sagen. Ja. Sagen wir das so? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber mir ist gerade so richtig egal, ob man irgendwas irgendwie sagt. Oder ob man das lieber bleiben lässt. Denn es ist doch reichlich kompliziert, hier auf diesen kleinen Untertassen rumzuspringen. Und wenn ich dann dabei so grenzdebil von solchen Nerds hier angeguckt werde, macht es das Ganze natürlich nicht besser.
Gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Ja, das ist mein Wort zum Sonntag. So sieht es aus. Bonusspiele sind mir sowas von Wurst. Die müssen wir gar nicht nochmal machen. Aber das Extra-Leben wäre schön. Kriegen wir eh nicht. Guck mal, wie wenig er hochgeht. Da, können wir doch einfach mal mit der anderen Hand so nach oben langen und den einfach mitnehmen. Back to the wall. To the window. To the wall. Habt ihr eigentlich mal mitgekriegt, worum es in dem Lied überhaupt geht? Ja. Das ist mal eine Frage. Ich glaube, wenn man das auf schwer spielt, brauchen wir noch mehr Cool Points. Ich bin mir ziemlich sicher. Braucht ihr so an die 1000 pro Level. Gibt aber nur 100. Ja. Hast du das gesehen? Da hat er den Gang nach Canossa gemacht. Ist er nach Canossa gewartet? Ich möchte es jetzt eigentlich nur noch hinter mich bringen. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Oh. Good shot. N1. Gibt's das heutzutage? Nein, die sagt keiner mehr, ne? N1 sagt keiner mehr. Früher, als ich noch Black Hawk Down gespielt habe, das ist übrigens auch so eine Floskel, so eine typische Maddie-Floskel. Als ich noch Black Hawk Down gespielt habe, ne? Das war so. Da stand die Mauer noch. Da war das so, da hat man noch N1 gesagt, also nice one. Wenn man so jemandem so sagen wollte, ja, so anerkennt auf die Schulter klopfen würde, zum Beispiel, weiß ich. Da gab's das noch, da war man noch Gentleman. Das klingt jetzt scheiße, ich weiß. Das klingt jetzt so richtig eklig. Aber es war so. Da war man noch, als Spieler war man noch ein Gentleman. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er sich so wirklich kumulativ beleidigt wurde. Aber da hatte auch keine Sau Internet, beziehungsweise keine Sau so online-spielfähiges Internet. Daran hat es wahrscheinlich gelegen. Da hast du eine Community von einem Spiel gehabt, die war, glaube ich, so 3000 Leute groß und die war riesig. 3000, Mann. Da hast du gedacht, boah, 3000 Leute. Das sind ja eine Menge. Und heutzutage hast du League of Legends und spielt der halbe Erdball. Ja. Das sind alles andere Verhältnismäßigkeiten. Und je mehr Leute irgendwas spielen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwelche Jerks da triffst. Das ist natürlich normal, aber das ist dann nicht spielgebunden. Das sind die Leute. Die werden auch ohne das Spiel doof, glaub mir mal. Es fällt dann eben auf, dass ein Spiel eine beschissene Community hat, aber das war damals noch nicht. Das ist ein One-Up. One-Up, Seven-Up, das ist doch ein bisschen das Gleiche. Komm, die 6, die muss man da auch ein bisschen... Kannst du wegkürzen. Nee, da gab's noch N1. Nice one. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von dieser New Age Bullshit-Generation von heutzutage noch mitkriegt, aber es war damals durchaus gang und gäbe, auch den Gegner zu ehren, wenn er irgendwas gut gemacht hat. Oh! Alter, nee, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Da ist nur noch KS, Report, Noob, Cheater, bla, Wallhack, alles. Aber Hauptsache nicht loben, das gibt es nicht. Das ist also Sportsgeist, das ist... Verboten ist, glaube ich, auch mittlerweile bei Call of Duty in der Knigge, dass, wenn du umgebracht wurdest, dass du dem sagen musst, dass deine Mutter es mit Eseln treibt. Dann kriegst du Bonuspunkte. Was ist das denn hier für Blitze, Mensch? Warum haben die verschiedene Farben, wenn die doch das gleiche Bewegungsschema haben? Und überhaupt? Nee, das war damals gang und gäbe. Das hat man gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin auf das Thema, aber das hat man gemacht. Das war schön. Meine 7-Up. Meine 7-Up. Piu. Hier sind ja immer noch solche Drahtgestelle hier, ne? Ach du Scheiße. Boah. Was hat mich denn da jetzt erwischt? Hä? War da noch ein Käsestück dazu in der Luft geflogen ist? Boah. Also, das sehe ich. Was? Ich weiß nicht, was da ist, aber jetzt ist es tot. Das ist so wie so eine Pfefferspraydose auf so eine Spinne halt. Habe ich ja gemacht. Womit schießt der eigentlich? Mit 7-Up? Kann das ja doch nicht so gut sein. Ja, egal. Alles kann zur Waffe werden, wenn du es nur stark genug beschleunigst. Nehmen wir mal an, weiß ich, so ein... was ist denn mal was, wo man nicht denkt, dass es eine Waffe sein könnte? Irgendwas, wo man dann nicht so gerade drauf kommt. Überlege ich gerade. Irgendein Beispiel muss es da doch geben. Sagen wir mal...